Seid gegrüßt, liebe Leute. Wir reagieren heute auf das neue Pressestatement von Sarah Wagenknecht. Es geht erstmal um die aktuellen Haushaltspläne der Ampel, welche Kritik Sarah Wagenknecht daran hat. Und dann wird es im Verlauf sehr wahrscheinlich auch um die sehr guten Wahlergebnisse des BSW in den Ostlandtagswahlen gehen. Ich bin sehr gespannt darauf, was Sarah Wagenknecht vor allem zu möglichen Koalitionen mit der CDU zu sagen hat. Die CDU, die hat sich ja alles andere als verhandlungsbereit gezeigt und aktuell sieht es so aus, als ob die CDU wirklich mit dem BSW zwar koalieren will, aber vom BSW fordert, sein gesamtes Programm aufzugeben. In den Medien läuft auch eine Riesenkampagne so gegen das BSW. Einerseits Hetze gegen das BSW, dass es aus Russland gesteuert sei und dass es nicht demokratisch sei. Und andererseits dann, dass das BSW trotzdem mit der CDU koalieren solle und dafür bitte sein gesamtes, ach so schlimmes Programm aufgeben solle. Also das ist ungefähr der Tenor in den Medien. Und ich kann euch da meine Hoffnung nur sagen, ich hoffe, dass das BSW standhaft bleibt. Ich hoffe, dass es zu seinem Programm steht. Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Also Wagenknecht hat sich in diese Richtung geäußert. Und ja, jetzt bin ich sehr gespannt, was sie jetzt so zu sagen hat. Ein Hinweis zu meiner eigenen Person. Ich selbst bin kein Parteimitglied des BSW. Also ich bin nicht in der Partei, aber ich sympathisiere mit ihr und hoffe, dass sie dem Land als oppositionelle Kraft in den kommenden Jahren erhalten bleibt. Ja, guten Tag, ich begrüße Sie auch zum ersten Pressestatement nach der Sommerpause. Dazwischen ist ja doch einiges passiert im Land und man muss natürlich sagen, eine Regierung, die bei Landtagswahlen krachend abgewählt wird, deren Fortsetzung sich aktuell exakt 0% der Bevölkerung wünschen und die außerdem noch nicht mal in der Lage ist, einen soliden Haushalt vorzulegen. So eine Regierung sollte wirklich dem Land nicht zumuten, sie noch ein Jahr lang ertragen zu müssen. Wir teilen die Kritik des Bundesrechnungshofs an den Haushaltstricks. Man kann wirklich sagen, das ist der vermutlich unseriöseste Haushalt in der Geschichte der Bundesrepublik. Und dabei geht es nicht nur um das Milliardenloch, 12 Milliarden. Im Politik-Neusprech heißen ja Haushaltslöcher jetzt Minderausgabe. Aber das Problem sind nicht nur die 12 Milliarden, sondern dass der Haushalt insgesamt teilweise auf Annahmen beruht, die in vieler Hinsicht nicht eintreten werden. Also der Haushalt beruht ja zum Beispiel darauf, dass die Wirtschaft nächstes Jahr mindestens um 1% wächst, dass das Wachstumspaket der Bundesregierung sogar noch 0,5% weiter nach oben zieht. Wir haben aber jetzt seit Jahren erlebt, dass die Forschungsinstitute, die Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumserwartungen von Jahr zu Jahr immer wieder nach unten korrigieren mussten, weil die Politik der Ampel dazu führt, dass die deutsche Wirtschaft im besten Falle stagniert, teilweise sogar massiv schrumpft. Und da die Ampel ja offenbar ihre Politik nicht ändern will, ist auch wenig zu hoffen, dass im nächsten Jahr große Wachstumssprünge möglich sind. Also selbst die 12 Milliarden sind wahrscheinlich nicht das Ende der Fahnenstange. Außerdem gibt es viele Posten im Haushalt, die eigentlich eher Wünsch-dir-was-Posten sind. Also zum Beispiel auch im Bürgergeld wird ja gesagt, ja, da sinken die Ausgaben, weil ja mehr Menschen in Arbeit kommen. Dass mehr Menschen in Arbeit kommen, ist zum einen wenig zu erwarten, wenn man gleichzeitig bei Qualifizierung und Weiterbildung spart. Vor allem ist es aber auch nicht zu erwarten, wenn man sich die aktuelle konjunkturelle Situation ansieht. Also das, was wir in der Presse lesen und entnehmen können, ist ja, dass immer mehr Unternehmen, auch große Unternehmen, Entlassungen ankündigen. Und gerade bei kleinen und mittleren Unternehmen ist es ja teilweise wirklich so, dass ihnen das Wasser bis zum Hals steht, dass Insolvenzen deutlich steigen. Also wie hier eine deutlich höhere Beschäftigung zustande kommen soll, wird das Geheimnis dieser Ampel bleiben. Zu VW beispielsweise werde ich nachher auch noch was sagen. Und deswegen muss man. Ja, da bin ich schon gespannt drauf, was er dazu zu sagen hat. Da hatte ich heute auch Frederik Brossert vom BSW zu Gast. Der ist nicht nur im BSW, sondern auch Gewerkschafter. Das Video dürfte auf YouTube tatsächlich, also das Video, das kommt Dienstag um 17 Uhr auf YouTube, wenn ihr das sehen wollt. Man sagen, aus vielen Gründen. Man kann die Bundesregierung nur auffordern, entweder sich vom Acker zu machen oder aber einen soliden und seriösen Haushalt aufzustellen. Und da haben wir durchaus Vorschläge. Wir haben ja schon vor einiger Zeit einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt. Den möchte ich ja auch noch mal vorstellen. Es wäre ja möglich, selbst in dieser konjunkturellen Situation, die man natürlich durch eine bessere Politik auch ins Positive wenden könnte, aber selbst mit den vorhandenen Einnahmen könnte man wesentlich besser wirtschaften. Das erwarten ja auch die Bürgerinnen und Bürger, dass mit ihrem Steuergeld wenigstens sinnvoll
alles. Ja, gerade im Rüstungshaushalt wird jede Menge Geld verbrannt. Das hat Sarah Wagenknecht ja schon mal in einem Video gezeigt, wie viel Geld da. Und bei diesen Ukraine-Hilfen, also da wird ja auch unglaublich viel Geld verbraten. Also wenn diese Hilfen an die Ukraine kürzen würde, wenn man die Waffenlieferungen streichen würde, wenn man nicht mehr zu viel Geld für Rüstungsgüter bezahlen würde, könnte man jedes Jahr optimistisch gerechnet 100 Milliarden Euro einsparen. Also was Deutschland da an Geldern ins Ausland verschenkt, das ist ja schon wirklich absurd viel. Beziehungsweise an Rüstungskonzerne, die sind nicht nur im Ausland. Ich meine, Rheinmetall ist zwar ein guter in der Hand amerikanischer Aktionäre, aber ist ja schon ein deutscher Rüstungskonzern, der davon auch noch profitiert. Also ein paar Kriegsprofiteure haben wir hier in Deutschland auch noch. Finanziert wird und nicht Unsinniges. Und auf der anderen Seite, und das sehen wir ja auch in diesem Haushalt, noch bei Rente oder Gesundheit gekürzt wird. Also was wäre möglich? Das eine ist etwas, was wir immer schon fordern, aber was natürlich an Brisanz nicht verloren hat. Und es ist ja auch bemerkenswert, dass jetzt selbst der Kanzler offenbar sich genötigt sieht, einzulenken. Wir haben immer gesagt, mit Waffenlieferungen beendet man den Ukraine-Krieg nicht. Es braucht endlich diplomatische Bemühungen, auch der Bundesregierung. Wir haben ja im aktuellen Haushalt, also dieses Jahr, 8 Milliarden, die für Waffen für die Ukraine bereitgestellt werden. Noch sehr viel mehr Geld übrigens über die europäischen Fazilitäten, auch die dann in den Staatshaushalt der Ukraine fließen. Im nächsten Jahr sind 4 Milliarden für Waffenlieferungen vorgesehen, wobei auch dieser Posten, das war ja ursprünglich in diesem Jahr auch so, waren es erst 4 Milliarden, dann hat man aufgestockt. Nächstes Jahr, sagt zunächst Scholz, sollen ja die Zinseinnahmen des eingefrorenen russischen Vermögens herangezogen werden. Das wissen alle und das wissen vor allem die mit dem. Kurzum, Diebstahl. Die Ukraine-Hilfen werden durch Diebstahl finanziert. Im Vorgang eher betrauten, dass das auch ein Wünsch-dir-was-Posten ist, weil das rechtlich auf ausgesprochen wackeligen Beinen steht. Naja, bei Afghanistan, da war es ja auch rechtlich vollkommen egal, ob das jetzt legal war oder nicht. Also einige westliche Länder, darunter allen voran die USA, haben sich ja trotzdem die afghanischen Devisenreserven unter den Nagel gerissen und einfach gestohlen. Also ja, wie weit der Westen sich an seine eigenen rechtsstaatlichen Standards hält, das kann man dann doch anzweifeln. Das heißt, wenn es nicht gelingt, diesen Krieg zu beenden, dann wird wahrscheinlich werden diese 4 Milliarden eben nicht am Ende stehen bleiben, sondern es wird mehr werden. Deswegen haben wir das jetzt durchaus begrüßt, dass Herr Scholz gestern öffentlich erklärt hat, er sei jetzt auch für Friedensverhandlungen. Ich erinnere daran, als wir als BSW oder auch ich persönlich schon, bevor es das BSW gab, immer wieder gefordert haben, dass auch mit Russland verhandelt werden muss, weil man diesen Krieg nicht anders beenden kann. Dann wurden wir ja wirklich geächtet als Putin-Freunde und uns wurde entgegengehalten, dass man mit diesem Mann nicht verhandeln kann. Also es ist begrüßenswert, dass jetzt auch Kanzler Scholz offenbar begriffen hat, dass man militärisch diesen Krieg nicht beenden kann und dass immer mehr Waffen eben nicht bedeuten, dass irgendwann ein Kriegsende in Reichweite kommt. Also muss man hoffen, dass dieser Weg jetzt konsequenter beschritten wird, als wäre neben dem, und das ist natürlich viel wichtiger, dass es sehr viele Menschenleben retten würde, dass es einfach auch ein unglaubliches Leid in der Ukraine beenden würde, dass es die Gefahr, auch für uns in diesen Krieg hineingezogen zu werden, eben beenden würde, wenn der Krieg endet und wenn die Waffen schweigen. Neben alledem wäre das natürlich auch eine Entlastung für den Haushalt. Es wären immerhin die 4 Milliarden dann wieder frei. Wir brauchen eine Kehrtwende in der Flüchtlingspolitik. Verbal sagen das inzwischen alle, aber verbal ist das eine und real etwas tun ist etwas anderes. Im aktuellen Haushalt, also in diesem Jahr, sind ja fast 30 Milliarden Euro allein im Bundeshaushalt für Zuwanderung und Flüchtlingspolitik vorgesehen. Das akzeptieren die Menschen einfach nicht mehr, weil es sind riesige Beträge in einem Land, wo die Schulen marode sind, wo das Bildungssystem daran scheitert, jedem Kind auch nur ordentlich Lesen, Rechnen und Schreiben beizubringen, wo viele ältere Menschen in Pflegeheimen mit massiven Zuzahlungen oder auch ihre Kinder mit massiven Zuzahlungen konfrontiert werden, wo ganz, ganz viel in der Infrastruktur marode ist und wo tatsächlich auch viele Probleme sich durch den hohen Zuzug verschärft haben. Ich will deswegen auch gleich noch etwas zum Migrationsgipfel sagen, aber konkret auch das, 30 Milliarden im Haushalt, dieser Betrag ließe sich halbieren, wenn man eine andere Flüchtlingspolitik machen würde. Und die ist aus vielen Gründen dringend angesagt, weil unser Land einfach und vor allem auch die Städte und Gemeinden mit der aktuellen Situation völlig überfordert ist.
Bleibt ein dritter Punkt, das Heizgesetz. Ja, das ist völlig richtig. Also ihr merkt, ich quatsche gar nicht groß zwischen oder habe da noch große Anmerkungen. Sarah bringt es einfach auf den Punkt. Also wir kennen ja ihre stabilen Pressestatements schon. Letzter Zeit gab es davon weniger. Ist gut, dass ihr jetzt mal wieder eins macht. Deswegen reagieren wir hier jetzt auch fast live darauf. Also ja, also immer wenn ich nichts dazu sage, könnt ihr davon ausgehen, dass ich mit dem hier 100% d'accord gehe. Gesetz 16 Milliarden dieses Jahr, 14 Milliarden im nächsten Jahr für eine Maßnahme, deren klimapolitische Folgen die Regierung oder klimapolitische Auswirkungen die Regierung selber noch nicht mal beziffern kann. Wir hatten sie ja mal gefragt. Am Anfang hieß es ja, der CO2-Ausstoß könnte bis 2030 da um 1,5% gesenkt werden. Dann hat man das Gesetz ja zum Glück etwas abgeschwächt. Jetzt weiß man gar nicht mehr, wie viel das an Auswirkungen hat, aber es kostet sehr viel Geld. Dieses Unsinn Gesetz zu kippen, das auch nur Verunsicherung hervorgerufen hat. Ich meine, es hat ja noch nicht mal der Wärmepumpenindustrie, was Herr Habeck vielleicht wollte, einen großen Aufschwung beschwert, weil durch die vielen Unwägbarkeiten, auch jetzt mit der kommunalen Wärmeplanung, ist es ja eher so, dass der Absatz der Wärmepumpen stockt. Aber völlig unabhängig davon, es ist eben auch nicht die Technologie, mit der man ältere und schlechter gedämmte Häuser klimaneutral heizen kann, sondern wir brauchen andere Wege, wenn wir uns hier für eine Zukunftswirtschaft aufstellen wollen. Also da sind 14 Milliarden, die man sehr wohl auch sparen könnte. Vierter Punkt, wir sind, das ist ja nicht unbekannt, gegen die extreme Aufrüstung, die wir seit Jahren erleben. Ja, ein Drittel von dem, was wir da aktuell ausgeben, würde für die Bundeswehr vielleicht reichen, vielleicht nur ein Viertel. Also wir brauchen, also ohne die Beraterverträge, ohne diese extrem teuren Anschaffungen amerikanischer Waffen, wirklich nur deutsche staatliche Rüstungsforschung. Wie gesagt, Rüstungsindustrie sollte man sowieso verstaatlichen. Das ist einfach ineffizient, wenn man so einen Bereich privat organisiert. Das sieht man in Russland. Die russische Rüstungsindustrie ist wesentlich effizienter und die ist staatlich geregelt. Also da könnte man vielleicht, also wirklich mit einem Bruchteil dessen, was wir aktuell ausgeben, eine vernünftige Armee in anständiger Größe zur Landesverteidigung bereitstellen. Die könnte dann militärische Forschung leisten, sodass die Waffen immer auf dem neuesten Stand blieben. Die könnte genug Soldaten anstellen und wäre bereit, ihre Aufgaben zur Landesverteidigung zu erfüllen. Da braucht man nicht so eine gigantische Aufrüstung, wie wir jetzt haben. Wo, wie gesagt, die Hälfte von eher in den Taschen irgendwelcher Rüstungsfirmen landet oder bei irgendwelchen privaten Beraterfirmen. Das ist ja auch das Beste, was da beim Verteidigungsministerium da alles schon in andere Kanäle umgeleitet wurde. Verständlich sind wir der Meinung, dass die Bundeswehr ausreichend oder ausgestattet sein muss, um unser Land verteidigen zu können. Allerdings, wenn wir dann schauen in den Rüstungsetat, nicht nur der extreme Aufwuchs und die zusätzlichen sozusagen Waffengattungen, die dort angeschafft werden und Raketen sind ein großes Problem, sondern man sieht natürlich auch, dass viele Posten, also viele Dinge, die in Auftrag gegeben werden, ganz erstaunlicherweise im Zuge der Auftragsvergabe und in den Monaten danach ihre Preise verdoppeln, verdreifachen, teilweise verfünffachen, dass teilweise Dinge angeschafft werden, die noch nicht mal militärisch einen Sinn machen. Vor einiger Zeit hat die Bundeswehr zum Beispiel, wurden für über 1 Milliarde Euro Funkgeräte beschafft, die dann noch nicht mal in die Panzer und Geländewagen passen. Es gibt immer wieder Beispiele dafür, dass Hubschrauber, Fregatten und andere in Auftrag gegeben werden, meistens bei einem ganzen Konsortium von Rüstungskonzernen, damit die sich ja nicht Konkurrenz machen, sondern sich auf den höchsten Preis verständigen können und der Preis steigt weiter. Also auch da muss man sagen, bei den... Ja, es ist generell ineffizient, so eine Rüstungsindustrie privat zu organisieren. Sowas sollte staatlich bleiben. Und dann hat man übrigens, das ist der nächste Vorteil, keine private Rüstungslobby, die ein Interesse an möglichst viel Aufrüstung hat und dann ihre Lobbyisten überall postiert. Rüstungsbeschaffungen ist viel im Argen. Es gibt ja den aktuellen Rüstungsbericht der Bundesregierung. Danach liegen die Mehrkosten, also die völlig unsinnigen Kostensteigerungen, bei rund 20%. Wie gesagt, wir sind ohnehin der Meinung, man sollte bei der Rüstung zusehen, dass wir in Zukunft in Richtung Abrüstung wieder tendieren. Aber selbst bei Ausgaben, wo man sagen könnte, das ist vielleicht für eine ordentliche Ausstattung der Bundeswehr unabdingbar, musste man mindestens mal hingucken, dass sich hier nicht die Rüstungskonzerne wirklich mit unverschämten Preisvorstellungen immer wieder durchsetzen. Und man sollte auch mal genauer hingucken, welche Abgeordneten sowas abnicken und wo vielleicht dann auch Spenden. Ich würde vor allem bei Lars Klingbeil und Marie-Agnes Strack-Zimmermann mal genauer hinschauen.
der Rüstungsindustrie ankommen. Also Fehlplanung im Hause Pistorius, auch das ist ein großer Haushaltsposten. Schließlich die EEG-Forderung, auch das ist ziemlich viel Geld, was ausgegeben wird. Das ist übrigens auch etwas, wo wir davon ausgehen oder zumindest Fachleute davon ausgehen, dass sich das verteuern wird, also dass der Posten, der eingestellt ist, nicht reicht. Hier geht es darum, dass wir immer öfter in Deutschland negative Strompreise haben, was natürlich mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien bei gleichzeitigem Nichtausbau der Netze und nicht vorhandener Speichertechnologie ja auch unabdingbar ist. Also wenn die Sonne scheint und der Wind weht, haben wir zu viel Strom, der wird abgeregelt, dann muss der Steuerzahler, also der Haushalt, diese Differenz tragen. Das ist das aktuelle EEG. Ja, und umgekehrt, wenn allerdings der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint, dann haben wir ohnehin fossile Energieträger. Also es ist eine völlig dysfunktionale Energiepolitik, aber zumindest in diesem einen Punkt muss man natürlich sagen, müsste dringend eine Änderung her, dass nicht mehr der Steuerzahler für diese negativen Strompreise zahlt, weil es ist am Strommarkt sehr, sehr viel Geld verdient worden in den letzten Jahren. Die Energiekonzerne verdienen extreme Renditen und es kann ja, und das Marktrisiko, dass eben irgendwann die Strompreise auch mal negativ sind, sollten dann wenigstens diese Unternehmen tragen und nicht die Menschen, die Steuern bezahlen. Das ist wirklich eine Situation, die man so nicht aufrechterhalten kann. Wenn man sich das. Ja, vor allem, wenn man das subventioniert, dann kommt das vielleicht sogar noch häufiger zu negativen Strompreisen. Ich bin da jetzt nicht tief genug drin, aber ja. Ich brauche jetzt auch nicht das Thema, ich brauche jetzt auch nicht dieses Thema EEG noch mal komplett aufmachen. Das wäre ein sehr, da könnte man ja sehr lange drüber reden. Danke an SEPI-TV für die 2 Abonnements, die du gerade verschenkt hast. Wenn man das alles anschaut, kann man sagen, es wäre durchaus möglich, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Es wäre möglich, bis zu 50 Milliarden im Haushalt durchaus zu streichen, die dort völlig überflüssig sind. Also wenn die Ampel wollte, ginge das auch. Und übrigens sollten auch Mehreinnahmen nicht völlig in der Tabuzone verschwinden. Ja, Bekämpfung von Steuerhinterziehung. Also schätzungsweise, wie viel geht dem Staat jedes Jahr durch die Lappen? Schätzungsweise 100 Milliarden? Also wenn Steuerhinterziehung, also okay, alles bekommt man nie, aber sagen wir, kämpft man entschiedener, könnte man doch bestimmt auch nochmal 50 Milliarden reinholen. Dann hätte man 100 Milliarden Euro pro Jahr, die man für Steuersenkungen, für Investitionen zusätzlich zur Verfügung hätte. Also wie gesagt, auf Bundesebene lässt sich jede Menge Geld einsparen. Auf Landesebene sieht das ein bisschen anders aus. Aber dazu werden wir vielleicht gleich noch kommen, wenn es zu den Landtagswahlen geht. Also ich denke zum Beispiel an die Besteuerung von Großvermögen oberhalb von 100 Millionen Euro. Das ist ein ordentlicher Freibetrag, aber das ist eine gute Forderung. Denn das sind die Vermögen von mehreren hundert Millionen, von Milliarden Euro, die wirklich politische Macht bedeuten. Dann betrifft das wirklich keinen normalen Menschen mehr. Dann betrifft das wirklich nur eine Schicht von Leuten, die super klein ist, mit der kein normaler Mensch was zu tun hat. Und die dann nur langsamer reicher werden würde. Also sehr, sehr guter Vorschlag an der Stelle. Weil es ist ja schon eine ziemlich perverse Situation, dass die oberen 10.000 im Unterschied zum Mittelstand und zu der ärmeren Hälfte der Bevölkerung, dass die oberen 10.000 trotz Corona, Krieg und Krise in den letzten Jahren ihre Vermögen deutlich gesteigert haben. Das zeigt natürlich schon auch oder ist ein Sinnbild für massive Fehlentwicklungen, die wir hier in Deutschland haben. Also auch das, wenn man Geld braucht, diese sehr, sehr stark gewachsenen Großvermögen wären auch eine Möglichkeit. Wenn eine Bundesregierung mal ernst nehmen würde, dass es auch um Gerechtigkeit geht, wo man vielleicht genauer hinschauen könnte. Das ist sicherlich kein kurzfristiges Projekt, aber als längerfristiges möchten wir das durchaus weiterhin in der politischen Debatte halten. So einer Vermögenssteuer würden die Einnahmen den Bundesländern zugutekommen. Also das Geld könnte dann direkt in Schulen fließen, das Geld könnte dann direkt im ÖPNV zugutekommen, das Geld könnte dann direkt von den Bundesländern genutzt werden. Also die Landeshaushalte, die würden dadurch entlastet werden. Und die Länder können Steuern nicht erhöhen. Das muss der Bund machen. Da können die Länder sehr, sehr wenig machen. Die Länder können auch nicht große Ausgaben einsparen. Also das würde wirklich direkt den Haushalten der Bundesländer zugutekommen. Zu der Frage Migrationsgipfel. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Wahlergebnisse auch sehr, sehr viel mit der Unzufriedenheit der Menschen in der Frage der Zuwanderungszahlen und der unkontrollierten Migration zu tun haben. Ich habe das selbst im Wahlkampf auch erlebt und wir erleben das ja auch in der politischen Debatte. Viele Menschen haben einfach es satt, dass sie immer wieder vertröstet werden und trotzdem ändert sich nichts.
Und diejenigen, die das satt haben, sind nicht nur die Menschen, die deren Eltern und Großeltern aus unserem Land sind, sondern ich erlebe immer öfter, dass auch gut integrierte Zuwanderer oder Menschen, deren Eltern nach Deutschland gekommen sind, die sich jetzt aber in unserem Land integriert haben, die Teil unserer Gesellschaft sind, dass die mir sagen, es macht ihnen Angst, wenn diese Zahlen nicht in den Griff kommen, dass sich der Unmut und diese negative Stimmung auch gegen sie richtet. Das heißt, das Gebot, die Zahlen radikal zu reduzieren, nachdem man über Jahre zugelassen hat, dass immer mehr Menschen nach Deutschland kommen, dass wir im Grunde der Flüchtlings-Hotspot der EU geworden sind, nachdem man das über Jahre zugelassen hat, ist eine massive Erwartung da, die Zahlen radikal zu reduzieren, weil wir einfach in ganz, ganz vielen Bereichen überfordert sind. Ich meine, in Deutschland fehlen 700.000 Wohnungen und trotzdem hat man alleine seit Anfang letzten Jahres noch mal 500.000 Menschen aufgenommen. Dass in einer solchen Situation die Wohnungssuche in großen Städten ein einziger Albtraum ist, das erleben die Menschen täglich und sie erwarten, dass da etwas geschieht. Oder wir nehmen die Situation an vielen Schulen, Lehrerinnen und Lehrer völlig überfordert, weil sie eine Klasse haben, wo die Mehrzahl der Kinder kein Wort Deutsch spricht. Dadurch sinkt das Bildungsniveau, das Lernniveau und zwar vor allem in den ärmeren Bezirken. Da wohnen nicht die Grünen Wähler, aber da wohnen die Menschen, die es ausbaden, was grüne Politik vor allem. Die Grünen Wähler sind dann froh, dass es mehr Paketboten gibt, die ihnen die Pakete, die sie online bestellen, vorbeibringen können. Also die obere Mittelschicht, die mag zu gewissen Teilen, wenn sie sich nicht in die falschen Stadtviertel begibt, wenn sie ländlich genug wohnt, von dieser Zuwanderung gar nicht mal so einen großen Nachteil. Also die profitiert da zum Teil wirtschaftlich auch von. Also was meint ihr, warum die Grünen Wähler so sehr für mehr Migration sind? Ist und dass die Grünen bis heute nicht begriffen haben, dass sich hier was ändern muss, hat man ja daran gesehen, dass vor kurzem noch mal ein Vorschlag aus der Grünen Partei lanciert wurde, Willkommenszentren einzurichten, Englisch als zweite Amtssprache, dass jeder, der nach Deutschland kommt, sofort Arbeitserlaubnis bekommt. Das wäre ja noch mal das Signal an die Welt, Leute, macht euch auf und kommt nicht nur nach Europa, sondern kommt nach Deutschland. Und ja, es ist menschlich verständlich, dass... Vor allem Englisch als zweite Amtssprache. Also das ist so absurd. Wir wohnen hier in Deutschland. Also so gut wie kein Mensch spricht Englisch als Muttersprache. Okay, man braucht es als Fremdsprache, um sich im Ausland, um sich in der Unternehmenswelt, in der Wissenschaft verständigen zu können. Aber das als zweite Amtssprache. Also dass man Migranten nicht mal mehr abverlangt, dass sie Deutsch können sollen. Also das ist wirklich absurd, was da vorgeschlagen wird. Menschen dahin möchten, wo ihnen ein besseres Leben, wo sie ein besseres Leben erwarten, wobei viele Erwartungen auch enttäuscht werden. Und wenn sehr viele kommen, die dann nicht integriert werden können, die sich dann in Parallelgesellschaften organisieren, die sich auch ausgeschlossen fühlen von der Gesellschaft, da finden dann Radikalisierungstendenzen statt. Da manifestiert sich ein fundamentalistischer und radikaler Islamismus, der inzwischen zu einem richtigen Sicherheitsrisiko in unserem Land geworden ist. Und ich nehme ernst, wenn zum Beispiel auch einer der Chefs der Arche, die sich ja um Kinder, um ärmere Kinder kümmern, wenn auch der sagt, dieser Zuzug muss gestoppt werden, weil inzwischen selbst Elfjährige schon mit Messer herumlaufen, weil selbst in diesen jungen Jahren schon eine islamistische Radikalisierung stattfindet. Das hatte ich gar nicht mitbekommen. Alexander King, den ich ja auch zu Gast hatte, der hatte das auch gesagt, dass es an Berliner Schulen wirkliches Gewaltproblem gibt, also wirklich mit Messern und allem. Also das ist, ja, da kann ich nur sagen, ich bin froh, dass ich relativ ländlich wohne. Also, dass ich das nicht groß mitbekomme, aber das katastrophale Zustände, die da in unseren Großstädten herrschen. Das sind Situationen, die überhaupt niemand mehr wirklich im Griff behalten kann, ganz abgesehen von der Überforderung von Infrastruktur. Und deswegen finde ich es absolut fahrlässig, dass die Ampel das Problem immer noch aussitzt. Die Menschen erleben immer wieder das gleiche Prozedere. Das war in Mannheim so, das war auch vorher schon so. Es gab ja immer wieder Übergriffe, wo junge Mädchen in einem Regionalexpress erstochen wurden, wo auf anderer Stelle auf Menschen eingestochen wurde. Es kommt ja schon fast nur noch das in die Presse, wo Menschen wirklich am ermordet werden. Andere Dinge werden ja gar nicht mehr berichtet. Dann kam Mannheim. Nach Mannheim ein großer Aufschrei nach dem Tod des jungen Polizisten und nach diesem Aufschrei wurde zur Tagesordnung übergegangen. Dann geschah so. Vor allem, es war ja ein Angriff auf Michael Stürzenberger, so ein Islamkritiker, also ganz klar politisch motiviert. Also da kann man diesen Hintergrund auch nicht wegdiskutieren und sagen, das war irgendjemand, der verwirrt war. Der wusste schon ganz genau, warum er sich ausgerechnet Michael Stürzenberger als Ziel ausgewählt hat und ja, dann ist da Michael Stürzenberger hat es zum Glück überlebt, aber der Polizist ist dann gestorben.
Habt ihr ja alle mitbekommen, haben wir auch damals groß drüber geredet. Das war übrigens auch ein Täter, der sich legal gar nicht hätte in Deutschland aufhalten dürfen. Eigentlich schon längst hätte abgeschoben sein müssen. Und auch wieder ein großer Aufschrei. Und auch jetzt merkt man, bei der Ampel ist offenbar das Signal immer noch nicht angekommen. Als allererstes wurde über Messerklingenlängen diskutiert. Inzwischen hat man sich zumindest insoweit bewegt, dass man sagt, wer aus sicheren Drittstaaten kommt, sollte hier kein Verfahren und keine Leistung mehr bekommen. Aber Also, wenn es nach Nancy Faeser geht, seid vorsichtig, wenn ihr mal ein Brotmesser kaufen wollt in Zukunft. Könnte sein, dass ihr dann ein paar Tage im Gefängnis verbringen müsst. Also, wenn es jetzt wirklich nach der Messerklingenlänge geht. Also, dürft ihr kein zu langes Messer kaufen im Supermarkt. Die Ampel hat das wieder so definiert, dass nur die, die sich registrieren in sicheren Drittstaaten, dann hier keine Verfahren mehr haben. Das ist natürlich das schlichte Signal, Leute, registriert euch gar nicht mehr in Italien oder in Spanien oder wo immer ihr ankommt. Und dann habt ihr nach wie vor die weit überdurchschnittlichen Leistungen in Deutschland. Und das ist ja ein Grundproblem, wenn man sich die Leistungen vergleicht in den einzelnen europäischen Ländern. Gerade für abgelehnte Asylbewerber ist es in Deutschland weit, weit oberhalb dessen, was andere Länder tun. Und damit bleibt das Signal, es hängt nicht davon ab, ob jemand verfolgt ist, sondern er muss einfach nur Deutschland erreichen. Dann kann er hier auch bleiben, dann hat er hier eine Perspektive. Deswegen hat das BSW auch völlig richtigerweise gefordert, die Leistungen für abgelehnte Asylbewerber komplett zu streichen. Also wieso soll man Leute alimentieren, die sich rein rechtlich gar nicht mehr im Land aufhalten dürfen? Das hat aber mit Asyl und Asylrecht überhaupt nichts mehr zu tun. 1 bis 2% der Menschen, die tatsächlich ein Asylverfahren anstrengen, haben auch Anspruch auf Asyl. Das zeigt schon, dass hier das Asylrecht massiv missbraucht wird. Und deswegen fordern wir eindringlich, also zum einen unterstützen wir die Forderung des Landkreistages, auch das, was Herr Merz sagt. Natürlich wäre es sinnvoll, Zurückweisungen an den Grenzen zu machen. Aber man muss natürlich auch sagen, das, was Merz vorschlägt, ist nicht unbedingt ein großer Wurf, sondern eher ein großer Bluff, weil niemand kann 4000 Kilometer Grenze kontrollieren. Deswegen wäre es sinnvoller, direkt eine Regel zu schaffen, dass nur diejenigen in Deutschland noch ein Asylverfahren und auch Anspruch auf Leistungen haben, die nicht aus einem sicheren Drittstaat einreisen und die Beweispflicht liegt beim Antragsteller. Dadurch würde tatsächlich die Möglichkeit, hier ein Verfahren zu bekommen, sich auf die Menschen reduzieren, die direkt in Deutschland ankommen. Das ist aber eine verschwindende Minderheit. Das wäre eine sehr, sehr radikale Maßnahme. Aber nachdem wir so viele Jahre derart hohe Zahlen zugelassen haben, ist jetzt einfach auch der Punkt erreicht, wo man ein sehr, sehr deutliches Stoppzeichen setzen muss. Ähnlich wie es Dänemark damals gemacht hat. Und Dänemark hat auf solchem Wege natürlich die Zahlen reduziert. Sie haben auch sehr deutlich gemacht, diejenigen, die kein Anrecht im Land haben, kommen dann über Ausreisezentren auch oder kommen dann ins Ausland. Und in Dänemark ist ja so, dass die meisten dann freiwillig ausgereist sind, weil man aus einem Ausreisezentrum immer ins Ausland kann, aber eben nicht ins Land zurück. Also hier wären ganz dringend neue und deutliche Signale notwendig. Die Befürchtung ist natürlich ziemlich groß, dass das mit der Ampel nicht funktionieren wird. Und dann ist es eben leider so, dass der Hauptprofiteur einer solchen Debatte eben eine Partei ist, wo sie sich jetzt alle empören, dass sie in den Ostwahlen so stark geworden ist. Aber wenn man das nicht möchte, muss man endlich bei diesem Thema wirklich etwas verändern. Letztes Thema, das ich ansprechen möchte, ist die Krise bei Volkswagen, weil sie, glaube ich, auch ein Sinnbild dafür ist, was in unserer Wirtschaft schiefläuft. Sie ist ein Alarmsignal für den Standort Deutschland, wenn ein großer Konzern, ein großes Unternehmen wie Volkswagen Entlassungen ankündigt, wenn die Jobgarantie nicht mehr gilt. Und diese Situation hat zwei Ursachen und zwei Verantwortlichkeiten. Das eine sind natürlich gravierende Managementfehler im Volkswagen-Konzern, aber es ist auch das Ergebnis einer völlig verfehlten Industrie- und Wirtschaftspolitik der Ampel. Und man muss sagen, Hand in Hand führen der Vorstand von Volkswagen und Minister Habeck so Hunderttausende gut bezahlte Arbeitsplätze in Deutschland auf die Kippe. Natürlich ist Volkswagen profitabel, um das Ja, und Ministerpräsident Weil in Niedersachsen, aber dazu kommt Wagenknecht jetzt bestimmt. auch sehr deutlich zu sagen, anders als viele kleine und mittelständische Unternehmen geht es bei Volkswagen nicht darum, dass das Unternehmen unbedingt sparen muss und Jobs abbauen muss, um zu überleben. Volkswagen hat in den letzten 3 Geschäftsjahren
um die 20 Milliarden Euro jeweils Gewinn gemacht. Volkswagen hat übrigens auch in diesem Frühjahr 4,5 Milliarden Euro Dividende ausgeschüttet. Also insoweit. Und jetzt schätzt mal, wie viel VW einsparen will. VW will 5 Milliarden Euro einsparen, hat 4,5 Milliarden Euro Dividende gezahlt. Also das Geld wäre durch ein Jahr Dividendenverzicht schon eingespart. Also es wäre total einfach. Finde ich es schon eine ziemliche Schamlosigkeit, wenn der VW-Vorstand sich hinstellt und sagt, sie finden 5 Milliarden nicht, deswegen müssen sie jetzt Jobs abbauen oder Werke schließen, nachdem man vorher 4,5 Milliarden mal eben an die Aktionäre verteilt hat, darunter unter anderem eben auch den Porsche-Clan, wo es sich bekanntlich nicht gerade um arme Leute handelt. Also wenn man 5 Milliarden braucht, kann man ja auch dieses Geld zumindest da wieder zurückholen, wo es liegt. Aber trotzdem. Ja, dann noch den Pirch-Clan und das Emirat Katar. Also jetzt alles keine armen Leute, was halt normal ist, wenn sie Autofirmen besitzen. Und der wichtigste Aktionär, das Land Niedersachsen. Das Land Niedersachsen hat ein Vetorecht im Aufsichtsrat, das könnte all diese Kürzungspläne stoppen. Und wenn Ministerpräsident Weil sich hinstellen würde, sagen würde, ich stelle mich gegen diese Kürzungen, das wird es mitnehmen nicht geben. Ich werde Niedersachsens Vetomacht nutzen. Oder VW muss sich irgendwie anders reformieren, aber nicht auf dem Rücken der Beschäftigten. Dann wäre das wäre das Mindeste. Aber bisher konnte er sich dazu noch nicht durchringen. Also es wird spannend, wie sich Niedersachsen hier verhält. Aber hier muss man, glaube ich, Stefan Weil ganz klar an seine politische Verantwortung richten. Alle Entscheidungen bei VW sind zu einem Gutteil politisch. Einfach weil das Land Niedersachsen bei VW diesen Einfluss hat. Trotzdem hat Volkswagen tatsächlich ja eine Krise in dem Sinne, dass der Absatz der Fahrzeuge rückläufig ist. Also 2019 sind immerhin noch 11 Millionen Fahrzeuge verkauft worden. 2023 waren es knapp über 9 Millionen. Und was sich bei Volkswagen abzeichnet, ist, dass diese reine Elektrostrategie schlicht und ergreifend gescheitert ist. Sie droht, eine deutsche Schlüsselindustrie zu zerstören. Und ich finde, statt Autos gegen den Kundenwunsch in den Markt zu zwingen, sollte man lieber echte Technologieoffenheit weiterhin ermöglichen und die Autounternehmen unter Druck setzen, dass sie verbrauchsärmere Verbrenner produzieren und da rein investieren, hier zu forschen und das weiterzuentwickeln. Das Verbrennerverbot ist tatsächlich ein Sargnagel für unsere Autoindustrie, weil das Know-how, das wir haben, liegt nicht in der Batterie und in der Batteriezelle. Die wird überwiegend gar nicht mehr in Deutschland gefertigt. Auch da ist die Forschung eingestellt worden. Bosch hat letztens gar nicht lange her mitgeteilt, auch Bosch forscht nicht mehr in Batteriezellen, sondern unser Know-how liegt in der Verbrennertechnologie. Das heißt, hier könnten wir tatsächlich etwas uns für das Weltklima verdient machen, wenn wir hier verbrauchsärmere Verbrenner produzieren würden, weil die Welt weiterhin Verbrenner fahren wird. Außerhalb der EU ist niemand so verrückt, Verbrenner zu verbieten, weil die Infrastruktur überhaupt nicht da ist und auch in 10 oder 20 Jahren nicht da sein wird. Natürlich muss man bei VW auch sagen, der Fokus auf hochpreisige Modelle ist falsch. Und hier wäre eine Selbstkritik des Vorstands geboten und nicht das Schreddern von Jobs. Und deswegen auch noch ein Satz zu dieser. Ja, das hat Frederik Brossert bei mir auch heute im Interview gesagt. Also VW verliert auch in China so stark Marktanteile im Elektrosegment, weil es keine billigen Autos hat. Und auch in Deutschland ist das ziemlich schlecht, wenn man nur Autos baut, die sich ein Großteil der Leute nicht leisten können. Völlig irren Maßnahme, die Regierung jetzt betrieben hat. Also ab jetzt oder in Zukunft soll es ja möglich sein, E-Autos als Dienstwagen bis zu einem Listenpreis von 95.000 Euro entsprechend steuervergünstig geltend zu machen. Das heißt, jetzt soll sozusagen der Sachbearbeiter den E-Porsche des Geschäftsführers mit seinen Steuern subventionieren. Das ist wieder typisch Ampel. Das ist wieder wirklich eine Politik, die Leute zu Recht empört und wo man doch nochmal spürt, wie berechtigt dieser Absturz der Ampel in den letzten Wahlen war und auch hoffen muss, dass der sich fortsetzt, weil mit solchen Maßnahmen kann man natürlich die Herzen der Menschen nicht gewinnen oder es wäre auch nicht erfreulich, wenn man sie damit gewinnen würde. Also wir brauchen hier dringend eine andere Politik in Deutschland.
Jo, Haben jetzt jetzt eine kommen die. Frageliste. Also der Ich bin mir ziemlich sicher, die Journalistenfragen, die gucken wir uns ja sonst nicht an, weil ich die meistens ziemlich öde finde, die werden sich mit den Landtagswahlen beschäftigen. Das ist ja ein Thema, wo mich, also okay, Sarah Wagenknecht wird da ja eh von einem Journalisten zu gefragt, deswegen sollten wir da auch noch Auftritte zu finden. Aber da war ich jetzt gespannt, was sie da im Pressestatement, also quasi bei einem Dings, also bei einer Veranstaltung, die direkt vom BSW organisiert wird, was er dazu sagt. Herr da hinten mit der Brille. Sie waren als erstes dran, genau. Vielleicht sagen Sie noch einmal, von wo Sie kommen. Vielen Dank, Tobias Heimbach, Stuttgarter Zeitung. Zwei Fragen, wenn Sie gestatten. Sie hatten ja die Äußerungen von Herrn Scholz angesprochen, der sich für eine Friedenskonferenz zur Beendigung des Ukraine-Kriegs ausspricht und besonders unter Beteiligung auch Russlands. Nun war es so, dass bei der letzten Konferenz in der Schweiz Russland nicht teilgenommen hat. Und da würde mich erstens interessieren, wie sollte der Kanzler weiter vorgehen, damit Russland zu einer Mitwirkung an dieser Friedenskonferenz bewegt werden kann? Und zweitens, weil Sie die Rüstungsausgaben angesprochen hatten, also Russland wird in diesem Jahr rund ein Drittel seines Etats in die Rüstung stecken. Das entspricht ungefähr 6% des BIP, das Dreifache der NATO-Vorgabe. Ja, die NATO-Staaten haben aber auch ein sehr viel höheres BIP als Russland. Also Russland spielt ungefähr in einer Liga mit Deutschland und Japan, was das BIP angeht. Ein bisschen über Frankreich, Italien und so weiter, aber in einer Liga mit Japan und Deutschland. Also dass die NATO-Staaten, die zusammen mehr als das zehnfache BIP wie Russland haben, zusammen dann auch viel mehr Geld fürs Militär ausgeben, ist ja wohl logisch. Also das jetzt nur im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt zu setzen, das ist ja schon ein bisschen albern. Vielleicht könnten Sie noch mal skizzieren, welche Initiativen Sie sich wünschen, von Russland im Sinne der Abrüstung etwas zu tun. Ja, ich bleibe bei den Zunächst mal fange ich an mit den Rüstungsausgaben. Da muss man natürlich die absoluten Zahlen sehen. Russland, also die NATO gibt aktuell 12-mal so viel für Rüstung aus wie Russland. Und auch wenn man die globalen Ausgaben sieht, also auf NATO-Territorium leben 10% der Weltbevölkerung, aber die NATO kontrolliert 60% der globalen Rüstungsausgaben. Uns dann weiß zu machen, wir müssten weiter aufrüsten, um unsere Sicherheit zu verteidigen, ist völlige Augenwischerei. Was wir damit anheizen, ist ein Wettrüsten. Also natürlich wird Russland immer wieder nachziehen. Wir haben damals, also die NATO, als sie Raketenstützpunkte in Polen und Rumänien installiert hat, dann kamen die Iskander-Raketen nach Kaliningrad, jetzt sollen in Deutschland wieder Raketen stationiert werden, dann wird Russland wieder stationieren und das alles gefährdet massiv nicht nur unsere Sicherheit, sondern schlicht das Überleben und vor allem hier in Europa. Und ich würde mir wünschen, dass man mit Russland wieder Gespräche über Abrüstung und Entspannung führt. Das wird kein leichter Weg. Vertrauen ist in beide Richtungen zerstört. Aber auch im Kalten Krieg war es nicht so, dass man sich blind vertraut hat. Und irgendwann haben sich Gorbatschow und Reagan an einen Tisch gesetzt und Abrüstungsverträge unterschrieben. Also es ist möglich. Und das wäre auch für die Zukunft möglich. Und natürlich ist die erste Voraussetzung dafür, dass der Ukraine-Krieg endet, dass dort die Waffen schweigen. Das sehe ich auch. In der Schweiz war Russland nicht eingeladen. Also Russland stand nicht vor der Frage, ob sie teilnehmen wollen, sondern sie waren schlicht nicht eingeladen. Das war ja auch der Grund, warum dann auch China abgesagt hat. Und deswegen war diese Friedenskonferenz natürlich eine Farce, weil wenn man Frieden erreichen will, müssen die Konfliktparteien an einen Tisch. Deswegen begrüßen wir das, dass der Kanzler das inzwischen auch sieht. Es gab aus Russland, das wurde ja auch in der Presse mitgeteilt, immer wieder das Signal, dass man Verhandlungen möchte. Also es war in der englischsprachigen Presse, in der New York Times im letzten Herbst wurde das berichtet. Es gab auch die letzten Meldungen im Mai, als Putin in China war, hat er öffentlich gesagt, er möchte verhandeln. Es gab sogar ein Signal offenbar auf der informellen Ebene, dass man einem Waffenstillstand an den bestehenden Frontverläufen zustimmen würde. Das war alles im Mai. Das war allerdings alles vor dem ukrainischen Einmarsch in der Region Kursk. Ich weiß es nicht, es entzieht sich meiner Kenntnis. Ja, das Angebot ist vom Tisch. Das hat Russland schon gesagt. Die nächsten russischen Angebote werden härter sein. Also es gibt keinen Hinweis darauf, dass Russland komplett verhandlungsunwillig wäre, aber die Ukraine hat es sich selbst verbaut. Sie hat 2,5 Jahre jegliche russische Verhandlungsbereitschaft ignoriert, hat gefordert, die Kontrolle über die Krim zurückzuerlangen, was immer unrealistisch war. Und jetzt ist in Kursk einmarschiert, weshalb Russland da der Geduldsfaden gerissen ist.
Ergebnis, ob Russland aktuell verhandlungsbereit ist, aber ich finde, wir müssen uns darum bemühen. Wir müssen ein Angebot machen und es sollte eine Einladung kommen. Und selbstverständlich muss man dann schauen, dass Gespräche möglich werden. Es gibt da unterschiedliche Signale. Ich habe keinen Draht in den Kreml. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das ausgeht. Es ist auf jeden Fall so gewesen, dass je länger der Krieg dauert, desto schwerer es geworden ist, eine Verhandlungslösung zu finden. Und dessen ungeachtet gibt es keinen anderen Weg. Und dass Russland derzeit so viel für Militär ausgibt, hat ja schlicht damit zu tun, dass sie Krieg führen. Also im Vorfeld des Krieges hat Russland 60 Milliarden im Jahr für Rüstung ausgegeben. Das meiste ist in seine Atomstreitkräfte geflossen, muss man auch sagen. Also das war weniger als Deutschland aktuell. Und Russland hat relativ wenig in seine konventionelle Ausrüstung investiert damals. Das spricht dagegen, übrigens auch gegen die Lesart, dass der Überfall auf die Ukraine der Beginn eines lang geplanten und größeren Eroberungsfeldzuges werden sollte, weil ein Land, das sich auf große Eroberungsfeldzüge vorbereitet, investiert sehr viel in seine konventionellen Streitkräfte. Die russischen Streitkräfte waren, das hat man am Anfang des Ukraine-Krieges ja gesehen, in einer desolaten Verfassung. Man sieht auch jetzt die Grenzen, also der russischen Militärmacht, also dass sie nicht in der Lage sind, die Ukrainer aus der Region Kursk wieder zurückzuschlagen, jetzt immerhin schon seit vielen Wochen, zeugt jetzt nicht davon, dass dieses Land eine große Gefahr für NATO-Territorium ist. Aber natürlich rüstet Russland zurzeit auf. Und wir müssen aufpassen, dass aus dieser Aufrüstung nicht ein neues Wettrüsten wird. Und deswegen muss hier ein anderer Weg eingeschlagen werden. Julia Klann für ProSiebenSat.1, Frau Wagenknecht, zwei Fragen. Die nächste wird erstmal um das Thema Migration gehen. Anknüpfend an Ihre Aussagen, wie urteilen Sie den Vorstoß von Markus Söder, die Zahl der... Deutlich weniger als die Zahl, die er frisst nach den Lasten. Natürlich wäre da haben die Terroristen, die so viel übers Bedingungs- und all dem und Mut darauf, dass es dies auch der Union, würden sie Migration hat. Ich habe diese Frage zur Migration mal übersprungen. Also was Söder da geäußert hat, ist relativ egal. Wir kennen alle die Position des BSWs. Die ist auch relativ klar. Und dazu hat Wagenknecht ja auch schon alles gesagt. Da brauchen wir jetzt nicht noch so eine Frage, die sich auf Söder bezog, uns anzusehen. Es soll ja diesen Migrationsgipfel jetzt geben zwischen der Ampel, aber eben auch der Union. Würden Sie, Herr beim Antragsteller. Das wäre natürlich ein wesentlich verlässlicheres Mittel. Relativ unvollständig möglichst. Eine Frage zur Migration. Es kommen auch die ohnehin nicht Visa zu bezahlen, um Zugang zur Europa. Der kommt nicht nach Europa. Eine Rückfrage. Könnten Sie etwas sagen zum Stand der Dinge in Sachsen und Thüringen? Ja, da gibt es nicht sehr viel Neues. Sie wissen ja, dass wir da offen sind für mögliche Gespräche. Ja, aber die CDU ist alles andere als offen. Also das, wir haben ja gestern auf Wagenknecht bei Mioska reagiert. Da hat der CDUler gesagt, Westbindung steht gar nicht zur Debatte, vergesst das. Und die CDU hat gesagt, sie ist nicht zu Kompromissen bereit. Das war schon ziemlich deutlich. Das hat auch Kretschmer schon gesagt. Stationierung von US-Mittelstreckenraketen sei alternativlos. Vom BSW gibt es nicht viel Neues. Die Position ist immer noch die sie vorher war. Man ist zu Gesprächen bereit, aber hat halt inhaltliche Forderungen. Position der CDU, ja, die ist komplett kompromissunwillig. Die CDU will in keinem Bereich substanzielle Zugeständnisse machen. Wie gesagt, das hatte ich ja schon die ganze Zeit gesagt und aktuell manifestiert es sich. Also die CDU will zwar gerne das BSW als Koalitionspartner, aber sie will keine Kompromisse machen und das geht einfach nicht. Also dann muss das BSW in die Opposition, solange die CDU halt an ihrer Haltung festhält. Jetzt ist der Ball natürlich auch bei der CDU. Und wir werden jetzt sehen, ob es die Möglichkeit gibt, dort gute, auch tatsächlich solide Regierungen
zu installieren, die allerdings natürlich Voraussetzungen haben. Also wir werden uns, das habe ich immer wieder deutlich gesagt und das sehen auch unsere Spitzenkandidaten und unsere Landtagsfraktionen vor Ort so, wir werden uns nicht an einer Regierung beteiligen, die nur die Minister und Staatssekretäre glücklich macht und wo die Menschen im Land in einem halben Jahr feststellen, es hat sich gar nichts geändert. So eine Regierung. Sehr, sehr gutes Statement. Genau das erwarte ich vom BSW. Genau das ist der Geist, in dem solche Verhandlungen geführt werden müssen. Wir haben ein klares Programm und wir wollen davon relevante Anteile umsetzen. Also mehr Lehrer, mehr Polizisten, mehr Geld für öffentliche Infrastruktur, mehr Geld für den ÖPNV. All das wird mit der CDU nicht zu machen sein. Dafür müsste man auf Landesebene die Schuldenbremse aussetzen. Das wird nicht passieren mit der CDU. Also mehr Geld wird man mit der CDU für solche Dinge nicht bekommen, weil die Schuldenbremse das verbietet und die CDU nicht dazu bereit sein wird. Alle anderen Sachen, Volksabstimmung auf Landesebene, Reform des Öffentlich-Rechtlichen, Reform des Verfassungsschutzes, die wichtigen außenpolitischen Forderungen, die Wagenknecht gestellt hat, keine Stationierung von US-Mittelstreckenraketen, kleine Waffenlieferungen der Ukraine, zumindest, dass sich das Bundesland dafür einsetzt, die Aufarbeitung der Corona-Zeit, das wird es mit der CDU nicht geben. Also die CDU ist in wirklich keinem Bereich irgendwie verhandlungsbereit. Die CDU hat einfach gesagt, wir stehen für die Politik, die wir schon immer gemacht haben. Mit uns wird es keine Änderungen geben. Das BSW soll jetzt mal gefälligst seine ganzen Positionen aufgeben. Das war der Tenor wirklich aller CDU-Politiker, die sich dazu geäußert haben. Werden wir nicht mittragen, weil nicht nur, weil wir damit unsere Wähler enttäuschen würden, sondern weil es auch fahrlässig wäre, Menschen schon wieder zu enttäuschen, die so oft enttäuscht wurden von den Parteien. Also wer uns gewählt hat, der muss sich darauf verlassen können, dass wir uns jetzt wirklich für eine Veränderung und Verbesserung des Lebens der Menschen einsetzen, dass da auch außenpolitische Aussagen im Koalitionsvertrag dazukommen. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann sind Regierungen möglich und wenn nicht, dann nicht. Rückfrage an den Aussichten und Wahrscheinlichkeiten für eine Regierung. Ja, das ist absolut, absolut richtig. Eine Regierung mit der CDU, die würde die Leute halt enttäuschen, weil die CDU nicht zu substanziellen Veränderungen bereit ist. Ich habe gerade die Punkte alle aufgezählt. Es wird nichts. Die CDU ist vollkommen kompromissunwillig. Das hat sie immer wieder vor den Wahlen gesagt und das haben jetzt auch alle CDU-Vertreter, egal ob Vogt, Kretschmer oder die Vertreter auf Bundesebene, immer wieder bestätigt. Also die CDUler beschimpfen ja auch dauernd das BSW als kommunistisch, stalinistisch, antidemokratisch, linksextrem, rechtsextrem. Was da nicht alles für Dinge gekommen sind. Also das ist doch ziemlich, ziemlich klar. Dankeschön, Nachtschmied, für den Raid. Vielen Dank und seid gegrüßt. Könnt ihr mal in den Chat schreiben, was ihr gerade bei Nachtschmied gemacht habt? Regierungsbeteiligung hat sich also seit vergangener Woche nichts verändert. Ja, ich habe ja keine Wahrscheinlichkeiten beziffert. Ich würde sagen, es ist jetzt ein gegenseitiges Kennenlernen. Es gibt erste Gespräche, ja auch auf Länderebene. Und wir schauen mal, wie es weitergeht. So, gibt's. Okay, das ist relativ offen. Also ihr merkt auch, Wagenknecht sagt gar nicht das, was eigentlich offensichtlich ist, dass eine Koalition vollkommen ausgeschlossen ist, solange sich die CDU nicht bewegt. Also und du siehst nicht danach aus. Also sie sagt, schauen wir, der Ball liegt jetzt bei der CDU. Das heißt, wir schauen uns mal an, wie sich die CDU bewegt. So nehmen wir mal an, wenn die CDU sich genauso kompromissunfähig zeigen würde, wie sie es die ganze Zeit gemacht hat und wie sie es aktuell immer noch macht, dann wird sich die Rhetorik des BSWs hier verschärfen. Jedenfalls hoffe ich das. Also das BSW sollte, hatte ich ja häufig genug gesagt, sollte sich nicht leichtfertig an der Regierung beteiligen. Die CDU ist vollkommen kompromissunwillig, deswegen wird es keine Koalition zwischen BSW und CDU geben und deswegen sollte das BSW dann eine starke oppositionelle Kraft gegen diese vollkommen falsche Politik sowohl von Ampel als auch von CDU sein. In diesem Sinne, gutes Statement von Sarah Wagenknecht. Sie hat ja alle wichtigen Punkte angesprochen. Zum Ende noch mal was zu den Wahlen in Thüringen und Sachsen gesagt, was uns, glaube ich, hier alle am meisten interessiert hat. Also das ist ja gerade sehr, sehr wichtig, diese Landtagswahlen, die haben ja ungefähr die Bedeutung von Bundestagswahlen. Entsprechend sind wir alle hier ziemlich hyped gewesen darauf.